Servus Leute und ich heiße euch willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen heute Mario Tennis Aces, welches ja am 22.06. erschienen ist. Und ich muss sagen, da ich ja selbst ein professioneller Tennisspieler bin, privat und auch eigentlich ein sehr guter, musste ich natürlich sofort zuschlagen. Und wir sind schon mitten im Spiel drin und zwar werden wir einfach mal jetzt ein bisschen das Ganze hier anzocken und zwar hier eben im Abenteuermodus. Ich habe schon ein paar Szenen gesehen und muss sagen, ich bin eigentlich ganz positiv eingestellt auf das Ganze. Noch dazu, dass endlich mal ein Spiel ist mit einem Story-Modus. Freut mich einfach. Noch dazu, wenn es um Tennis geht. Alter Vater. Naja gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, auf Wüstenboden möchte ich ehrlich gesagt jetzt mal nicht hin. Ich glaube, ich wähle wirklich hier lieber mal das hier. Piranha Pflanzenwald. Wow, gleich mal Piranha pflanzen. Warum nicht? Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Sieh mal einer an. Donkey Kong. Hallo, alter Kumpel. Jawohl, schon der erste Freund. Okay, Freund, sollen wir das jetzt positiv nehmen? Wie bitte? Du lässt uns nicht in den Wald, weil es zu gefährlich ist. Ja, okay. Gut. Hey, irgendwas passiert jetzt wieder. Warum wohl? Na gut, der Wald kann warten. Gehen wir zuerst zur Ruine. Okay. Ja gut, dann kann ich wohl doch nicht da lang gehen. Wahrscheinlich muss ich doch erst vorher hier hin. Solarius-Ruine. Für alle, die sich mitkriegen, aber ich glaube, die meisten wissen eh schon, was der Story-Modus beinhaltet. So ein Solarius-Tennisschläger hat anscheinend Luigi irgendwie komplett das Hirn verdreht und jetzt müssen wir in diese Ruine da rein. Ich dachte, die wäre irgendwo, keine Ahnung, erst am Ende des Modus. Anscheinend nicht. Ich sehe gerade, dass die erst hier rechts steht. Stehen bleiben. Hinter mir liegt die Solarius-Ruine. Wenn ihr nichts Wichtiges zu erledigen habt, dann zischt ab. Aber wir haben etwas Wichtiges zu erledigen. Wir müssen uns das Innere der Ruine genauer ansehen. Du kannst uns nicht durchlassen. Bitte. Nun ja, warum auch nicht? Ihr seht mir nicht wie Radau-Brüder aus. Allerdings darf nur, wer Tennis spielen kann, die Solarius-Ruine betreten. War mal wieder klar, dass jetzt so eine Aussage kommt. Wenn ich euch also passieren lassen soll, müsst ihr euer Können beweisen, indem ihr mich in einem Match besiegt. Ein Knochentrocken spielt Tennis, na klar. Dann haben wir wohl keine andere Wahl. Mario, du musst diesen Kerl im Tennis besiegen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Nichts lieber als das. Damit fängt schon mal das Abenteuer ganz geil an. Ah. Bitte, was? Spiele pro Sätze? Was? Nur ein Spiel pro Satz? Und Sätze pro Match? Einer. Geil, das heißt, ich habe nur ein Spiel zu machen. Und das ist dann schon, das ist schon vorbei, na wunderbar. Na gut, bevor wir loslegen, wie ich sehe, hast du zwar Tenniskleidung, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du wirklich spielen kannst. Okay, war wieder mal klar, dass da so ein Tutorial kommt und das wird halt das hier sein. Deshalb kläre ich dir vor dem Match einfach ein paar grundlegende Sachen. So fair sollte ich sein, immerhin bin ich quasi ein Profi. Jawohl. Beginnen wir zuerst mit dem Aufschlag. Als erstes musst du den Ball hochwerfen. Ja, sollte ich ja irgendwie schon hinkriegen. Wow. Das war jetzt so schwer. Nun schlagt der Ball, solange er in der Luft ist, so einfach ist ein Aufschlag. Ja. Ist mir schon klar. Siehste, ganz easy. Prima, sieht aus, als hättest du Talent. Jetzt geht es darum, den Aufschlag des Gegners zurückzuschlagen. Diesen Schlag nennt man Return. Ja, Alter, das ist gut. Okay, viele wissen es tatsächlich nicht. Ich weiß natürlich. Der Ball muss nach dem Aufschlag des Gegners einmal aufspringen, bevor du ihn schlägst. Ja, das ist klar, weil wenn in einem Doppel vorne den einfach annehmen, wäre ein bisschen scheiße. Wenn du ihn direkt aus der Luft annimmst, bekommt der Gegner den Punkt. Also dann, versuch mal einen Aufschlag zu returnen. Machen wir gerne. Ha! Siehste? Easy. Ein wunderschöner Longline-Schlag. Sehr gut. So, genauso hatte ich mir das vorgestellt. Nach dem Aufschlag schlagen die Spieler den Ball hin und her und versuchen Punkte zu erzielen. Wenn du den Ball mit dem A-Knopf immer nur völlig planlos zurückschlägst, wirst du auf Dauer keinen Erfolg haben. Du benötigst eine gute Strategie. Ja, kurze meine Real-Life-Strategie, die ich normalerweise immer oft verfolge. Ich spiele meist immer Longline, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt einfach gerade. Heißt nicht irgendwie so schräg wieder zurück, so diagonal, sondern wirklich gerade. Und ja, halt mal abwechselnd. Aber am liebsten spiele ich wirklich Longline. In diesem Sinne versuche deinen Ball möglichst schwer erreichbar zu platzieren. Mit Hilfe von L kannst du den Ball schön in die Ecke spielen. In die Ecke spielen. Ja, ich weiß schon, was er meint. Gut, probieren wir es mal.
Und Longline-Schlag. Und siehst du, wie easy das geht. Ich meine, das ist jetzt noch easy, aber... ja, da kommt sicher noch ein paar stärkere. Im Online-Modus spätestens werde ich rasiert. Um den Gegner mit einem kraftvollen Schlag zuzusetzen, drücke A zweimal. Der Ball ist dann deutlich schneller als sonst. Ja, okay. Noch schneller kannst du den Ball mit einem geladenen Schlag spielen. Halte zum Aufladen vor dem Schlag A gedrückt. Wenn der Ball beim Laden in deine Nähe kommt, schlägst du automatisch. Deine Gegner versuchen oft, dich mit kraftvollen Schlägen in die Ecke auszuspielen. Halte deshalb nach einem Schlag eine eher zentrale Position. So, das wären die Grundlagen des Tennis. Ganz nüchtern und knochentrocken erläutert. Aber jetzt ist es Zeit für unser Match. Naja, gut. Ich sehe gerade unten, da stehen noch die anderen Sachen. Topspin, Gerade, Slice, Loop, Stoppball. Ja, okay, gut. Das wird natürlich ein bisschen... Machen wir mal einen Slice, komm. Das war bei weitem kein Slice. Na gut. Kann er nicht immer gleich beim ersten Mal funktionieren. Nochmal Slice. Ja, okay, das war ein bisschen ein Fail. Nein! Der Arsch hat einen Stoppball gemacht, wie unfair. Alter, das kriegst du jetzt zurück. Einen Stoppball willst du, kannst du gerne haben. Ja, scheiße, genau jetzt war es ein Slice. Aber jetzt geht's. Jawohl, und zack. Okay, das wird wirklich eine reine Übungssache werden. Also, ich werde mich ein paar Mal aufregen wahrscheinlich. Ich muss noch kurz mal gucken. Einen Geraden gibt's auch. Ja, okay, probieren wir mal. Obwohl, nein, so einen hohen machen wir mal. Ja, funktioniert auch ganz gut. Hui. Komm, ja, Wolle. Jawohl. Das ist immer so ein Problem. Das mache ich auch oft im Real Life, im Tennis. Ich laufe teilweise immer zu weit nach vorne und dann kriege ich natürlich eine volle Ladung. Gut, ich möchte nochmal den geraden Schuss jetzt probieren. Wie sieht der aus? Okay, das ist der mit dem Violetten und der geht einfach nach vorne. Gut, passt. Nur, dass ich das mal weiß. Aber die Stoppbälle, Alter, die werden mich teilweise so aufregen, das weiß ich schon. Naja, gut. Muss aber sagen, es spielt sich ehrlich gesagt ganz gut. Hoffe natürlich, das bleibt so. Dann haben wir den Typen mal besiegt. Verloren, wirklich. Da habe ich bei einem richtigen Turnier schon mal die zweite Runde überstanden. Und jetzt besiegt mich ein Amateur, das tut weh. Wen nennst du hier Amateur? Bist du wirklich ein ganz guter Tennisspieler? Hättest mich ruhig vorwarnen können. Jawollo. So muss das sein. Gut, dann stehen wir hier beim Solarius-Tempel. Der Solarius-Tempel, das Herzstück der Solarius-Ruine. Hier wurden diese Wandzeichnungen entdeckt. Irgendein Hinweis muss hier doch sein. Naja, kann schon sein. Oh Mann! Eine uralte Prüfung. Löse mit deinen Tenniskünsten das vorgegebene Rätsel. Ja geil, jetzt noch Rätsel lösen mit Tennis. Gut. Also der Story-Modus hat es jetzt schon nach den ersten zwei in sich. Besucher des Solarius-Tempels. Zunächst muss ich deine Tenniskünste auf die Probe stellen. Ja gut, können wir machen. Nein, es wäre sowas. Scheiße, komplett verkackt. Ich weiß jetzt schon, es klappt nicht, oder? Okay, es hat gerade einen Ton gemacht, also es müsste schon gestimmt haben. Okay, es stimmt, glaube ich, sogar. Han Loop. Machen wir gerne. Let's go. Und was erwartet er sich jetzt? Ein Stoppball. Zack. Also weiß ich, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Ich habe die ganze Zeit immer wieder diesen behinderten Joystick nach vorne gehalten. Deswegen hat der Stoppball nicht funktioniert. Neben Stärke und Ehrenhaftigkeit spüre ich auch großes Potenzial. Ich bin sicher, dass du alle Voraussetzungen mitbringst, die Probe zu bestehen. Na gut, was willst du jetzt von mir? Verwende die verschiedenen Schlagtechniken, die du kennst, um das Geheimnis zu lösen und das Tor der Prüfung zu öffnen. Also ich muss jetzt einfach nur Schläge üben. Ja gut. Zack. Und was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Ganz ehrlich mal gefragt. Habe ich da versagt oder was weiß ich? Ich probiere es jetzt nicht aus, aber würde mich nur interessieren. Gut, ein Gerader. Nicht schwer. Ach, wieder so ein Loop. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht den behinderten A-Knopf drücke. Und zack.
Könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Würde ich zumindest feiern. Ein bisschen schneller vielleicht. So, wieder ein Stoppball. Hey, nur Stoppbälle und Loops. Was soll denn das? Komm. Jawohl. Okay, jetzt endlich mal wieder ein normaler Schlag. Na, immerhin. Zack. Ist, glaube ich, ein Topspin. Also rot war, ist, glaube ich, ein Topspin. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. So, jetzt noch am Schluss ein Slice. Zack. Haben wir das auch mal gelöst. Jawohl, sind durch. War es das jetzt schon oder kommt da jetzt noch ein Rätsel? Nee, scheint tatsächlich alles gewesen zu sein. Wow, ein wirklich krasses Rätsel. Oh, eine Cutscene. Cutscene, ja geil. Nein, da ist ein Tennisplatz, das ist nicht gut. What the? So, what the? Alter! Das habe ich von Mario noch nie gehört, so. What the? Meister Mario, ich habe deine vom Schicksal bestimmte Ankunft bereits erwartet. Ich bin Obversus. Ja, du bist wirklich Obversus. Wächter über das erhabene Königreich des Solarius und Hüter des bedeutenden Lucius. Okay, ich nehme an, ja. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, handelt es sich beim Lucius um den einen allmächtigen Schläger. Ein gefährliches Wesen, das Leute kontrollieren kann. König Solarius, der das Reich einst regierte, nahm Lucius an sich, um von dessen Macht zu profitieren. Die Folge war die völlige Zerstörung des Reiches. Aber mit seiner letzten ihm verbliebenen Macht gelang es unserem König Lucius, zu einem versiegelten Ort wegzuschließen. Die Macht des Schlägers teilte König Solarius auf 5 Machtsteine auf, die er an verschiedenen Stellen auf dieser Insel versteckte. Damit niemand je Lucius Macht wiederherstellen könnte, brachte er den Schläger hinter Schloss und Siegel in einem Geheimraum in diesem Tempel hier. Jawollo. Aber das ist ewig her, der Tempel verfiel und mit ihm der Geheimraum. Das Siegel brach und der Schläger fiel in die Hände eines neuen Besitzers. Ja, das ist natürlich Wario und Waluigi, weil die hatten den Schläger. Oh je, dann haben Wario und Waluigi Wind vom Lucius Mythos bekommen und den Schläger geklaut. Das sind schlechte Neuigkeiten. Lucius konnte 2 Männer, die dermaßen von Habgier besessen waren, problemlos kontrollieren. Mhm. Habe ich in der ersten Cutscene, die ihr nicht gesehen habt, weil ich die schon, wie ich gestartet habe. Ich wusste nicht gleich, dass da direkt die Cutscene kommt und da ich gleich direkt drin bin. Das wusste ich nicht. Okay, ich bin sicher, dass Lucius versuchen wird, die 5 Machtsteine wiederzubekommen, um seine ursprüngliche Macht wiederzuerlangen. Okay, das wollen wir eher weniger. Unsere einzige Hoffnung ist, dass ihr die 5 Machtsteine einsammelt, bevor es diesem schrecklichen Schläger gelingt. Er kann spüren, wo seine Macht weilt. Leider werdet ihr euch irgendwann auf eurer Reise denen stellen müssen, die Lucius Macht kontrollieren. Jawohl! Hast du gehört, Mario? Du wirst dich Lucius stellen müssen, aber wie kannst du gegen solch gewaltige Macht denn nur ankommen? Du musst ein durchschlagskräftiges, seit Urzeiten überlieferte Technik beherrschen, den Spezialschlag. Dann öffnen sich ganz neue Perspektiven. Ach, jetzt lernen wir den Spezialschlag! Es gibt eine Vorrichtung in diesem Tempel, mit der das Volk im alten Königreich trainierte. Vielleicht schlummern dort im Verborgenen ganz neue Kräfte. Ha, ich spiele gegen den Klon. Nur mal kurz so als kleine Nebensache. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Cutscene die allererste. Normalerweise dachte ich immer so, dass man zuerst in so ein Menü kommt, wo man die Modi auswählen kann und wenn dann Story-Modus steht, gehe ich da drauf. Nein, so war leider nicht der Fall. Es ist nämlich tatsächlich so gewesen, dass tatsächlich ich war gleich direkt drin im Story-Modus und gleich direkt die Cutscene. Und ja, deswegen konnte ich die leider nicht zeigen. Und zwar, was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum Wario und Waluigi sich am Anfang nicht verwandelt hatten, wie die da schon den Schläger besaßen. Und Luigi hat ihn nur berührt und auf einmal hat er sich gleich direkt verwandelt. Das verstehe ich wieder nicht. Aber egal, Fragen über Fragen. Um einen Spezialschlag verwenden zu können, musst du erst eine andere neue Technik zu meistern lernen, den Zielschlag. Als Naturtalent wird es dir sicher leicht fallen, den Sternbereich zu finden, in dem besonders effiziente Schläge möglich sind. Wenn du in einem Sternbereich ganz hoch springst, kannst du einen Ball besonders kraftvoll in die gegnerische Hälfte spielen. Ja gut, wie geht denn das jetzt? Im Sternbereich, der sich dreht, Zielschlag. Gut. Können wir probieren. Machen wir einen Aufschlag. Wo ist der Stern? Da ist er. So. Ach, so funktioniert das. Und Schuss. Ja, scheint ganz gut funktioniert zu haben. Ja, fantastisch.
Zielschläge sind so hart, dass sie den Schläger deines Gegners beschädigen. Wenn dort der letzte Schläger deines Gegners zu Bruch geht, kann die Partie nicht fortgesetzt werden und du gewinnst das Match. Perfektioniere den Zielschlag und du wirst den wunderbaren Tennissport im ganz neuen Licht sehen. Glaub mir, ich übertreibe nicht. Wie soll man nun eine so gewaltige Angriffstechnik überhaupt kontern? Nun, es gibt auch eine ähnliche effiziente Defensivtechnik, den Super-Zeitlooper. Ja, da ist das wieder, wo man so ganz langsam läuft. Wie der Name schon sagt, bewegt sich dabei alles in deiner Umgebung in Zeitlupe, sodass du sonst unerreichbare Bälle noch erlaufen kannst. Wenn dir ein Ball um die Ohren zu fliegen droht, mach ihn sofort ganz langsam, um ihn noch erwischen zu können. Ja gut, R gedrückt halten, super Zeitlupe. Gut, probieren wir mal. Okay, so funktioniert das. Ja, gut. Also nicht sonderlich schwer. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das kostet... Ich glaube, das kostet ja irgendwie Ausdauer. Hieß es immer so. Also ich habe mir den Trailer angesehen, wo das mal alles erklärt wurde, das Ganze. Der ist aber schon 2-3 Monate alt, glaube ich. Auf jeden Fall, da ist gesagt worden, das kostet Ausdauer. Weiß nicht, wo die ist, aber die wird da jetzt wahrscheinlich noch nicht dastehen. Der Superzeitlupe ist eine tolle Methode, um schwierige Bälle zu erreichen. Und keine Sorge, seine Verwendung reduziert nicht die Schlagkraft deiner Zielschläge. Du solltest auch am Timing deiner Blocks arbeiten, um deinen Schläger vor den Zielschlägen des Gegners zu schützen. Gut, warte, bis der glänzende Ball dich erwischt. Warte, what the fuck, was? Okay, der hat mich gerade gefixt. Der hat mich gerade gefixt. So, jetzt laufe ich dann nach vorne und block den. Du da. Was ist da gestanden? Achso, ich darf nicht so weit nach vorne laufen. So, jetzt aber. Ha, zu früh, verdammt. Gut, muss ich glaube ich noch. Ja, leider nochmal. Der eine hat geblockt, aber da bin ich irgendwie zu früh nach vorne gelaufen, hieß es. So, jetzt aber. Ja, jetzt ist er geblockt. Na super, das ist wieder eine Timing-Geschichte. Alter, wenn du dann ein Online-Spiel machst, dann ja, okay. Bist du müde, Mario? Wenn du die Zielschläge oder die Superzeitlupe einsetzen möchtest, musst du Energie sammeln. Der Zielschlag und der Superzeitlupe sind anstrengende Techniken, für die die Energieanzeige mindestens zu einem Drittel gefüllt sein muss. Das heißt, wenn ich den nicht gut einsetze, bin ich gefickt. Deshalb musst du stets darauf bedacht sein, dass deine Energievorräte zu erhöhen. Scheiße, das war kein deutscher Satz, weil ich mich gerade nur verlesen habe. Längere Ballwechsel und geladene Schläge sorgen dafür, dass deine Energie schrittweise zunimmt. Ein maximal geladener Schlag verschafft dir einen gewaltigen Energieschub und hat zudem ordentlichen Wumms. Ja gut, aber wie funktioniert das jetzt mit diesem Ding? Ja, probieren wir jetzt mal ein halbwegs gutes Spiel zu machen gegen meinen Klon hier. Zack. Okay, der macht irgendwie, keine Ahnung, der macht gerade nur Loops, ich weiß nicht warum. So, jetzt aber. Hey, warum ist der so schnell? Verstehe ich nicht. Ist auch nur ein Klon. Naja, Spitze. Aber es geht noch effizienter, nämlich mit Hilfe des Trickschlags. Ich glaube, das ist jetzt diese Spezialattacke. Beim Trickschlag setzt dein Charakter für ihn typische Fähigkeiten ein, um schwer zu erreichende Bälle noch zu erwischen. Um die eigene Begeisterung oder die der Zuschauer zu steigern, lass den Gegner glauben, dass er dich ausgespielt hat und überrasche ihn dann. Du solltest wissen, dass Trickschläge riskant sind. Wenn dein Timing nicht stimmt, verlierst du Energie, anstatt welche hinzuzugewinnen. Es liegt also alles am richtigen Timing. Ja. Gut, also was... Achso, das hier oder... Gut, okay, ich mach das, was drunter steht. Scheiße, hat nicht ganz funktioniert. Ah! Jetzt habe ich mich verklickt. Ich check's irgendwie nicht. Nein, also... Keine Ahnung, was er damit meint. Meint wahrscheinlich den Trickschlag da. Ach so! Oh, da hast du etwas langsam reagiert. Du hast einen Trickschlag ausgeführt, aber auch etwas Energie verloren. Okay, RIP. Scheiße! Gut, warte. Schon wieder, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es irgendwie gerade nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Hilfe! Nein. Hat nicht ganz funktioniert. Gut, noch einmal. Es erfordert einfach Übung. Scheiße. Was war denn das wieder für eine Aktion? Junge, Alter, wie früh soll ich denn noch...
Hat das jetzt gewertet oder nicht? Naja, hat es gewertet, okay. Was für ein großartiger Trickschlag. Genug der Theorie, Zeit für deinen ersten Spezialschlag. Gut, jetzt geht's um die Wurst. Deine Energie kannst du auf verschiedene Arten erhöhen. Fülle die Energieanzeige komplett, um deinen Spezialschlag ausführen zu können. Ein Spezialschlag ist eine mächtige Technik, die Potenzial ein ganzes Spiel drehen kann. Setzt du die gesamte in die gesammelte Energie frei, ist der darauffolgende unglaubliche Spezialschlag ganz individuell auf dich abgestimmt. Ja, tut mir leid, wenn ich so viel lesen muss, aber ganz ehrlich, ich will es einfach nur perfekt vorzeigen. Bei maximal gefüllter Energieanzeige Spezialschlag. Gut, jetzt ist er mal maximal gefüllt. Gut, L. Zack. Gut, das ist eine Mario-Attacke, eine wunderbare. So, wo spielen wir denn hin? Dahin einfach mal. Und gefickt, Alter! Oh, ich meine, ist eh absichtlich so, aber trotzdem ist es eine Motivation. Na gut, dann hat das auch funktioniert. Also die Grundlagen haben wir auf jeden Fall. Du hast alles erlernt, was ich dir beibringen kann. Jetzt bist du wirklich ein großer Tennisheld. Die fünf heiligen Schätze sind im Wald, einer Villa im Schnee, auf See und im Feuer versteckt. Bitte verhindere, dass Lucius Macht wieder wirksam wird. Das können wir natürlich machen. Gut, da haben wir das jetzt auch erfüllt. Das heißt, jetzt geht's erst ins Abenteuer. Dann richtig los. Ladet es irgendwie ein bisschen lang, keine Ahnung warum. Ja, jetzt sind wir hier. So, das ist ja schlimm. Wir müssen unbedingt diese Machtscheine einsammeln, bevor Luigi und die anderen sie uns wegschnappen. Ja, sollten wir. Fünf in den verschiedenen Regionen der Insel versteckte Machtsteine, da haben wir keine Zeit zu vertrödeln. Beginnen wir im Wald. Gut, jetzt können wir also erst in den Wald hineingehen. Ja gut, um dir die Informationen unter So wird gespielt erneut anzusehen, öffne das Menü, indem du Minus oder Plus drückst. Ja okay, das ist jetzt unnötige Erfahrung, das brauchen wir einfach nicht. Gut, und dann können wir jetzt sogar spielen den Platz im Real-Modus, na, passt ja. Gut, dann haben wir das hier mal erfüllt und können jetzt in den Wald gehen, allerdings, ja, ich gehe jetzt mal ohne euch in den Wald, denn die Folge dauert jetzt schon über 20 Minuten und es war eigentlich nur dazu gedacht, dass ihr mal eine Einsicht auf das Spiel bekommt, das ja noch nicht so alt ist. Außerdem, ja, weil es halt eine Freestyle-Folge ist, habe ich das Spiel halt mal angezockt. Gut, wenn ihr allerdings trotzdem ein Projekt zu diesem Spieler sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ja, würde sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Ciao, Leute!